Hallo und herzlich willkommen zurück zu die drei Fragezeichen und der Fluch des Flaschenteufels. Hier ist Sabine die Cat. Ja, nach ein paar Startschwierigkeiten haben wir die Seeschlacht erfolgreich hinter uns gebracht und jetzt reden wir mal mit der Jasmine. Erst möchte ich wissen, was aus Silver wurde. Ja, ein paar Sachen haben wir noch übrig. Das Ferngas ist auch noch da. Schauen wir da durch. Unkraut vergeht nicht. Nur um die Äpfel ist es schade. Die schwimmen da auch alle rundherum. Okay, na dann. Zurück. Pedro ist kalt und ich will nach Hause. Es ist nirgends so schön wie daheim. Lass Pedro seines Weges ziehen und folge meiner Stimme. Wenn ich heruntergezählt habe, bist du wieder in der Gegenwart von Peter Shaw. Drei. Dein früheres Leben verblasst. Zwei. Du schreitest frohgemut zwischen den Zeiten zurück ins 21. Jahrhundert. Eins. Dein Herz ist voller Freude. Du fühlst dich ausgeruht und glücklich. Du erwachst. Mann, war das abgefahren, Bob. Ich habe noch immer dein Gekreische im Ohr. Was sagt man dazu, dass ich im früheren Leben ein Abkömmling vom Piraten Pedro Conde war? Wow, wurde Pedro Conde nicht Opfer von William Evans, dem roten Piraten? Jetzt nicht mehr. Und wie geistesgegenwärtig warst du? Silver heißt eigentlich Caleb Pescau. Ein traumatisierter Soldat, Adresse unbekannt. Seine Sitzungen bezahlt Walter Ames. Nebenbei bemerkt, deine Rückführung kostet normalerweise ein kleines Vermögen. Dann sollten wir uns bei Miss Talbot bedanken. Den Rest können wir unterwegs besprechen. So, dann sagen wir mal ordentlich Danke. Vielen Dank für die Erfahrung, Jasmine. Gern geschehen. Nun könnt ihr Jeremys Vater zureden, ihn zu mir zu schicken. Bevor ihr geht, bekommt ihr natürlich eure Handys zurück. Einen Moment, Jungs. Schließlich muss alles seine Ordnung haben. Ich hoffe, sie merkt nicht, dass ich in ihrem Büro geschnüffelt habe. Das ist voller Voodoo-Zeug. Dann werden wir die nächsten Puppen. Ich spüre es schon stechen. Na bitte, das Internet hat euch wieder. Was für ein Glück. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, jetzt zeigen wir ja noch die Pistole. Ein solches Feuerzeug, Jasmine, sieht man nicht alle Tage. Ich nehme an, es ist eine Hinterlassenschaft von Caleb Pescau. Bob Andrews, du musst in deinem vorherigen Leben ein Detektiv gewesen sein. Wie kommst du auf ihn? Der Name fiel mal im Zusammenhang mit Mr. Silver. Hoffentlich kein Zwiespalt wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Mal im Ernst, ist dieser Mann gefährlich? Sowohl Mr. Pescau als auch Mr. Silver sind keine Leute, vor denen ihr Angst haben müsst. Nun habe ich aber genug gesagt. Gut, ich denke, wir sind hier fertig. Auf Wiedersehen. Du hast Glück, Justus. Wir haben gerade unsere Recherche abgeschlossen. Da bin ich gespannt. Ich zuerst. Beverly Snow hat durchgeboxt, dass wir mit der Gesellschaft des Schwarzen Flecks in See stechen. Piraten Ahoi! Was sagt ihr? Ei, ei, Captain. Peter und Bob winken Mrs. Talbot zu, als sie im Gesprächsverlauf die Praxis verlassen, um Justus ungestört auf den neuesten Stand zu bringen. An Themen mangelt es nicht. Entführung, Veruntreuung, bedrohliche Mitteilungen und ein Giftanschlag. Die drei Detektive kommen immer wieder auf das sonderbare Verhältnis von Caleb Pescau, alias Silver und Walter Ames zurück, dem Schatzmeister des Schwarzen Flecks. Justus, Peter und Bob nehmen Mrs. Snows Einladung an und sind zur Stelle, als die schwarze Geier ihre Fahrt antreten soll. Doch bleibt manches fraglich. Wer ist Täter, wer Opfer? Und wo steckt Pescau mit Blackie? Das sind ganz schön viele Fragen, die wir alle noch lösen werden. Gefährliche Fracht? Fragezeichen?
Ach, gefühlt ist es Jahrzehnte her, seit wir gemeinsam an Bord der Schwarzen Geier standen. Ach, die Dinge nehmen ihren Lauf. Welche Dinge? Und wo laufen sie hin? Wir sind verdeckte Ermittler. Im Falle herumalbernder Praktikanten wäre eine Enttarnung unabwendbar. Denk dran, nur Mrs. Snow ist eingeweiht. Ahoi, Peter! Versenk mich doch! Du hast deine Kollegen im Schlepptau! Lasst ab, den Klüver zu hängen und schließt euch im Schweinsgalopp der Crew an! Okay. Schön, dich zu sehen, Jeremy. Den Zahlmeister gibst du aber nicht, oder? Beim Klabautermann! Ich und Zahlen? Für die Heuer- und den Provianteinkauf ist Mrs. Snow zuständig. Langsam übernimmt sie das Kommando. Aber die Kajüte verlässt sie so gut wie nie. Also empfängst du die Passagiere? Offenbar sind wir die ersten Gäste. Streng genommen seid ihr keine, sondern Mrs. Snow unterstellt. Mir hat sie aufgetragen, auf der Fahrt eine Kiste im Frachtraum zu bewachen. Ein Tipp von mir. Verdreht in ihrer Gegenwart nie die Klüsen. Meine Augen werden sich beherrschen. Wir wollen dir nichts vormachen. Unser neuer Fall dreht sich um eben jene Kiste. Sie könnte Gefahrengut beinhalten. Das ist aber top secret. Ihr könnt mit meiner Verschwiegenheit rechnen. Hab ja nicht vor, Davy Jones' Truhe für den Rest der Ewigkeit zu besuchen. Davy Jones locker klingt irgendwie besser. Okay, als erstes schauen wir sich hier mal ein wenig um. Denkt dran, kein offenes Feuer. Sonst schickt euch Papa, ich meine Captain Joy, über die Planke. Arr, okay. Bei der Kiste mit dem Flaschenteufel sollten wir Vorsicht walten lassen. Ein Generator versorgt das Schiff mit Strom. Ein Zugeständnis an unser aller Sicherheit. Da geht's zum Klo. Das habe ich an Bord der Santa Rosa vermisst. Oh. Offenbar werden in diesen Räumlichkeiten während der Fahrt Mahlzeiten gereicht. Vorsicht, Kollegen. Manche Truhen haben es in sich. Sprechende Totenköpfe, rasante Wurfmesser oder Schätze, die hast du nicht gesehen, in ein bodenloses Loch stürzen. Hey, Peter, deine neue Lässigkeit gefällt mir. Machen wir sie auf? Ach, verschlossen. Wie zu erwarten. Okay. Da will keiner mit uns reden. Schauen wir wieder rauf aufs Deck. Was hast du, Peter? Wirst du seekrank? Alles gut, Bob. Mir haben sich nur die Folgen der Seeschlacht ins Hirn eingebrannt. Langsam verstehe ich, was Pesco mit seiner Erfahrung als Soldat zu bewältigen hat. Kein Anlass, Pesco nachzueifern. Deiner Schilderung nach wurdest du geradezu tollkühn. Rückführungen halte ich für unverantwortlich, aber diesen Aspekt solltest du in Erinnerung behalten. Selten war schweres Geschütz so leicht. Den Spruch haben wir schon mal gehört. Das Fass ist leer. Kein blinder Passagier. Auch wenn das Versteck nicht von schlechten Eltern ist. Kollegen, ich hatte gerade ein Déjà-vu. Diese Stelle ist nicht sicher. Sie finden mich in meiner Kabine. Ei, ei, Captain Snow. Na dann, folgt mir, Kollegen. Gut. Hallo, Captain Joy. So schnell sieht man sich wieder. Diesmal habe ich meine Kollegen mitgebracht. Willkommen an Bord, ihr Meisterdetektive. Wie heißt es in Blackbart-Satzung? Jedermann, der eine Weibsperson mit auf See nimmt, soll den Tod erleiden. Captain Joy, Sir. Eigentlich besagt die Regel, dass derjenige den Tod verdiene, der eine Weibsperson in Verkleidung mit auf See nimmt. Im Übrigen würde ich vor allem in Gegenwart von Mrs. Snow auf die Wortwahl verzichten. Justus, du redest daher wie eh und je. Da du Verkleidungen ansprichst, Landratten werden in meiner Crew nicht geduldet. Das gilt auch für Peter und, Bob, nicht wahr? Aye, Captain. Wir werden uns noch in Schale werfen und uns einen rauen Kern zulegen.
Aber vorher müssen wir rein zu der Mrs. Snow. Hallo, Mrs. Snow, da sind wir. Darf ich meine Kollegen vorstellen? Peter Shaw, der zweite Detektiv, und unser Mann für Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Freut mich, Jungs. Wir müssen uns ranhalten. Unter Deck steht eine Truhe. Sucht euch aus, was einigermaßen passt. Die Zeit müsste reichen, bis das Boarding abgeschlossen ist. Wenn ich nervös bin, nasche ich gern eine Praline. Bedient euch. Unser Blackbeard wird nicht so enden. Ei. Der Kater! Er lebt! Peter, das ist ein Spielzeug. Captain Joy hat Seemanns Garn gesponnen. Sicher wartet der echte Kater quietschvergnügt auf die Rückkehr seines Herrchens. Okay, wie auch immer, hier auf der rechten Seite ist der Schlüssel. Da also steckte der Schlüssel für die Truhe. Gut, damit bewaffnet, gehen wir jetzt unter Deck. In der Truhe liegt die Kraft, uns in Piraten zu verwandeln. So, und das zeige ich euch jetzt beim nächsten Video. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke einzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss!